Wir haben den 9. Februar 2023. Ich schlage mir gerade den Weg aus Berlin raus. Mein Name ist Dennis. Ich fahre jetzt nach Usedom. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Bike Picking. Es ist Freitag 17 Uhr. Ich hatte die Woche Übernachtschicht, deswegen komme ich jetzt erst los. Oder schon, habe ein relativ straffes Programm. 500 bis 600 Kilometer. Der Plan ist nicht nur nach Usedom zu fahren, sondern lebend aus der Stadt rauszukommen. Also ich bin gleich aus Berlin raus und bevor es jetzt wirklich, wirklich zu dunkel wird, zeige ich nur kurz das Bike. Ich hatte Nachtschicht, habe jetzt 6 Stunden geschlafen, bin jetzt endlich aus Berlin raus gleich. Ja, es ist dunkel, aber dadurch komme ich ein bisschen raus, muss die Zeit nutzen, habe ein straffes Programm. Wie so oft im Allgemeinen fahre ich hier mit Snackpacks statt einer Lenkertasche. Einfach mal, weil ich die Freiheit am Unterlenker wirklich schätze, weil ich das mega angenehm finde, wenn man im Unterlenker fahren kann, vor allem bergab. Aerobar sowieso. Und in den Snackpacks habe ich meistens meine Powerbank drin, ein bisschen Technik, ein bisschen Medizin, Hygienezeug und halt nochmal Snacks. Wer hätte es gedacht? Oh, in der oberen Tasche von Abidura sind, glaube ich, 1,5, 2,5 Liter. Hier habe ich meistens die GoPro drin, Snacks und so weiter. Hier in der kleinen Rahmentasche ist halt der Akku von meinem Licht drin, bisschen Werkzeug. Hier in der Arschrakete 2,6 Kilo, mein Schlafsack, ein Zelt und so weiter. Und hier habe ich noch wirklich Werkzeug, was ich brauche, wenn ich es unbedingt brauche. In den Flaschen habe ich so ein bisschen Zuckerzeug, deswegen der Trinkrucksack, weil ich denke mal, ich werde nicht so mega viele Orte sehen oder zu Zeiten da vorbeikommen, wo ich halt auch nicht wirklich an Wasser komme. Und daher bin ich lieber vorbereitet, anstatt irgendwo nach Wasser zu lästen. Update aus dem Cockpit. Ich bin aus Berlin raus. Es ist dunkel. Ich musste mir mittlerweile die dicken Handschuhe anziehen. Charlottenburg, Spandau. Echt nicht geil. So, ich habe knapp die ersten 50 Kilometer, höre gerade Feelings von Kurt Krömer. Da ging es dann auch darum, um Einsamkeit alleine Urlaub zu machen. Ich bin jetzt circa 3 Tage alleine unterwegs, selten rauskommen, geil, aber ich muss auch echt sagen, ohne Handy, ohne Musik gehe ich total ein und das ist eins meiner größten Probleme überhaupt, wenn du nur dich selbst ertragen willst. Ich denke, wir alle kennen das, warum man jetzt vielleicht nicht auf Abenteuer gehen kann, warum man jetzt nicht so lange Radfahren kann. Es ist zu kalt, die Arbeit, ach, zu tun, zu viele Dinge im Leben. Aber es sind halt alles Ausreden und natürlich ist es anstrengend und man muss sich einfach mal zusammenbeißen. Und wenn man erstmal unterwegs ist, ist es alles ziemlich nice. Versprochen. Meistens. So, die Trails sind eigentlich auch ziemlich ganz cool. Aber ich bin ehrlich, ich bin auch froh, wenn ich hier wieder raus bin und irgendwo ein bisschen Strecke machen kann. Okay. So, für nachts und für den ersten Tag für mich eigentlich gerade viel zu viel. Bin auf jeden Fall auf so ein Stück, das ist echt nicht massentauglich, also habe ich mir selber ausgesucht, selber schuld. Alles umgraben, natürlich Eis und es sind jetzt ein paar Kilometer, wo ich ein bisschen vorsichtig sein sollte. Das sind halt die Vor- und Nachteile vom Bikepacking im Februar. Und weil mir das einfach mal viel zu gefährlich ist, hier zu fahren, beziehungsweise, ja, ich kann 2, 3 Meter fahren, dann kommt Eis, dann kommt ein dicker gefrorener Graben, schiebe ich jetzt ein Stück und bin hier hoffentlich irgendwann raus. Also, so sieht der Spaß aus. Auf jeden Fall im Wald immer schnell aufpassen, weil Wildwechsel. So, wir haben jetzt kurz nach Mitternacht und eigentlich bin ich ja eher Team Hängematte. Hab diesmal aber das Zelt bei und mir fällt echt auf, hier sind überall Plätze, wo man eine Hängematte aufspannen könnte, aber ich finde halt ein Zelt aufbauen, dafür brauchst du einen ordentlichen Boden. Und das hast du hier echt nirgendwo. So, ist kurz vor 1. Zeit zum Schlafen, 4-5 Stunden. So, absolut nichts Besonderes.
Das Nerdpack Stratosphäre wiegt ca. 1,2 Kilo. Hier mein Schlafsack von Raab Neutrino kann so maximal minus 10 ab, eher so Wohlfühltemperatur 4 bis minus 1. Die Thermarest Neo Air, die ist ganz neu. Ob die gut ist oder nicht, das sehe ich morgen früh und ja, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen, so ein Update aus dem Cockpit. Es ist arschkalt. Meine Füße haben heute Nacht gefroren, wir haben wie ca. 7. Habe jetzt ein bisschen länger geschlafen, ist aber auch vollkommen okay. Werde dafür dann den ganzen Tag fahren und ja, die Nacht war okay, bloß die Füße waren wirklich mega kalt. Kuschelsocken sind vielleicht auch ganz geil. So, das Wetter ist übrigens ziemlich gemütlich. Nicht leichter Nieselregen, mega geil, windig, stürmisch. Ja, Norden halt, ne? Update, ich bin im Lürz Nationalpark, irgendwo hinter Miro, kurz vor Neubrandenburg oder noch ein Stück weg. Kommen sehr langsam voran, so gerade 15 km/h. Um Ortsgeschwindigkeit, aber dafür ist die Landschaft ganz okay. Es regnet zwar nicht, aber es ist leicht feucht. In der Verteidigung, eigentlich dachte ich, der grobe Weg nach Usedom wird Straße. Und jetzt bin ich hier. Geil. Update aus dem Cockpit. Niesel. Ich komme immer noch sehr langsam voran. Mittlerweile wieder ein bisschen Gravel. Eigentlich ziemlich cool. Windig. Läuft und ich habe noch so 130 Kilometer, bis ich zum Track vom Steppenwolf komme. Also, das dauert noch ein bisschen. Und auf jeden Fall ist das Wetter mega sympathisch. Kleines Update, ich bin jetzt kurz hinter Jaben, 50 Kilometer Wolgas, wir haben jetzt ca. 16 Uhr, hab noch nichts gegessen, ist aber auch okay, weil ich irgendwie alles dabei habe, aber was Warmes wäre schon ganz cool, also im Wolgas dann. Jetzt noch so 15 Kilometer bis Wolgas, vielleicht weniger und dann geht's dann nach dem Gym. Ziemlich dunkel, aber ich bin jetzt auf der Pinerbrücke, bin jetzt aus Wolgas raus und gleich auf Usedom. Und was natürlich auch sein muss, auch wenn es stockdunkel ist, einmal kurz am Meer, Ziel erreicht und jetzt geht es nur noch zurück nach Berlin. Ich habe heute noch ein bisschen Strecke vor mir, der Plan für morgen ist dann so mindestens 130 Kilometer zu scouten, abzufahren, Bromer Berge, Hepterberg und ein paar Punkte, die ich habe, bis nach Templin. Und dann schaue ich einfach mal, wie ich weiterkomme, wie der Tag so läuft, weil ich muss auch wieder nach Berlin. Ich bin heute seit ca. 7.30 Uhr unterwegs. Hab ehrlich gesagt nicht mehr so viel Bock, aber ein bisschen fahren will ich noch. Weil alles, was ich heute nicht fahre, muss ich morgen fahren. So, da ist das Meer. Hier ist der Sand, hier bin ich und ich habe einen Strandspaziergang gewonnen. Das heißt, ich muss jetzt keine Ahnung wie lange hier am Strand spazieren, bis ich meinen Weg wieder finde. Weil irgendwie muss ich hier gerade durch und das scheint der einzige Weg zu sein, den es gibt. So, willkommen bei Mitten im Leben. Ich bin mittlerweile auf dem Gravel Track oder mittlerweile nicht mehr. Ja, auf der Karte war der Weg gestrichen, dann war der irgendwie weg. Aber ich mache das jetzt so, ich orientiere mich quasi nach dem Navi, dass ich wieder auf den Weg komme, weil ich war auf dem Weg, aber scheinbar nicht der richtige. Aber ich finde, das ist halt auch genauso Abenteuer, man orientiert sich und muss sich halt zurechtfinden und
entweder wäre ich jetzt auf dem Weg geblieben, wäre dann irgendwie auf dem Track gelandet, aber jetzt einfach in die Richtung zu schieben und dann wieder drauf zu sein, ist glaube ich auch ganz okay. So, Update allgemein, ich habe den Track gefunden, bin jetzt über die Wiese, ganz wichtig, wenn es kalt und nass ist, pass auf, dass ihr keine kalten, nassen Füße bekommt. Ich habe einigermaßen aufgepasst, habe zum Glück noch ein zweites Paar Socken gekauft, weil die letzte Nacht so kalt war. Füße sind okay, Temperaturen sind okay, aber ganz, ganz wichtig bei Wiesen, außerdem aufpassen, es wird im Moor sein oder immer mit ein bisschen Vorsicht. Ich habe jetzt ca. 210 Kilometer, bin durch diesen Sumpf durch, richtig cool, danach kommt richtig schöner Sandweg, aber guter Sandweg, fester Sandweg. Jetzt ein kleiner Ort und werde mich demnächst irgendwo schlafen legen. Allerdings möchte ich nicht so nah am Wasser schlafen, weil da ist es nochmal kühler, mehr Luftfeuchtigkeit. Deswegen schlafe ich irgendwo hinter der Stadt. So, das war's auch schon mit Usedom. Ich bin jetzt kurz vor Anklam. Eigentlich würde ich jetzt gerne schlafen, aber ja, ich finde keinen richtigen Schlafplatz. Alles Radweg, alles ziemlich offen. Also fahre ich noch ein Stück, aber mir geht's auch ganz gut. So, wir haben es kurz nach zwei, ich bin kurz vor Anklam. Und draußen ist es mega, mega kalt, unangenehm. Ich habe einen richtig coolen Schlafplatz gefunden, und zwar so eine Vogelbeobachtungshütte. Und ja, ich packe mich jetzt einfach hier hin, habe mein Zelt als Unterlage, Schlafsack, Isomatte und will gegen 6, spätestens 7 Uhr weiterfahren. Ich denke nicht, dass hier jemand vorbeikommt. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es war herrlich kalt heute Nacht. Schon ein bisschen ziemlich stark gefroren. Nachts war gestern alles gefroren. Die App sagt angeblich 6 Grad. Ich sage nein. Also es war auf jeden Fall Bodenfrost komplett. Man hat den Frost gesehen. Und jetzt fahre ich weiter Richtung Anklam. Werde erstmal Kaffee trinken. Haben glaube ich 9 Uhr. Und dann überlege ich, ob ich bis Prenzlau fahre oder bis Rodemühl und in die Bahn nehme. Den Rest baut man ein andermal. Wir haben leichten Niesel. Hurra. Und hier habe ich geschlafen. Eigentlich ganz cool. Immerhin windstill, aber wie gesagt, ein bisschen frisch. Wie gesagt, das Wetter ist sehr sympathisch. Auch ganz geil, ich höre gerade Fest und Flauschig. Und Olli so: Oh, ihr liegt gerade im Bett, habt euch gerade einen Tee gemacht. Und ich so: 2 Tage draußen, es regnet, es nieselt, es ist kalt, ich habe die ganze Nacht gefroren. Tee wäre schon cool. Grüße vom Feld, nass, grau, feucht. Auf jeden Fall, Kaffee gab's nicht. Ich habe eine Tankstelle gesehen, da hatte ich aber keine Lust zu halten. Jetzt fahre ich einfach weiter und ich denke, es wird Müll und dann nach Hause. Dauert noch ein ganzes bisschen. Und wenn du mal nicht auf dem Track bist, nur einfach ein bisschen aus der Navi raus, fahr weiter. Irgendwann kreuzen sich die Wege schon wieder, garantiert. Und ich verspreche dir auch, wenn es vielleicht morgens nieselt, die Nacht kalt war, auch so ein Tag kann schön werden. Man muss sich einfach nur drauf einlassen. Und genau das mache ich gerade. Ich bin jetzt hier kurz hinter Bugewitz. Der Sand ist jetzt richtig weich geworden, aber eigentlich noch semi-human. Und wem das ganze Zeug hier nichts ist, gibt immer noch eine gute Alternative: Schieben. Aber keine Sorge, so lange ist dieser Abschnitt hier nicht. Irgendwie wird das Wetter auch mal besser. Also wer hätte ahnen können bei dem Niesel heute Morgen, dass es nochmal so schön wird, da freut man sich umso mehr. Vielleicht mal so nach 2,5 Tagen ein kleines Update, wie es mir geht allgemein.
Also nachts waren halt immer die Füße sehr, 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 sehr kalt. Die Nächte waren ziemlich frisch, aber war okay, hab's überlebt. Meine Füße tun mir übelst weh. Also ich weiß nicht, ob ich zu viel Druck in den Schuhen habe, hab die Schuhe aufgemacht, seitdem geht es einigermaßen. Und ja, der Sattel, der Physik-Sattel Argon, der ist top, also kann ich echt nur empfehlen. Hab keine Arschcreme benutzt, nichts, sitze seit 400 Kilometern auf dem Fahrrad und alles wunderbar. Sonst muss ich sagen, Aerobars brauchst du ja eigentlich nicht, sehr wenig. Lohnt sich, glaube ich, nicht für einen Steppenwolf und allgemein ist doch sehr viel Offroad hier. Und die Zeit, wo ich mich da reinlegen konnte, war so gering, da kann ich auch drauf verzichten. Der Wind in Vorpommern ist natürlich richtig, richtig fett. Also seit gestern, mindestens gestern, tut mir der linke Arm übelst weh. Hat sich auch alles gestern wieder gelegt, aber das sind halt doch kräftig auf einen einwirken. Und ich muss jetzt mal die Kamera ausmachen, weil es geht hier ein Stück hoch. Und so sieht hier in Vorpommern ein Anstieg aus. 1,6 Kilometer, 58 Höhenmeter. Schon gefährlich. Ist das nicht eine schöne Kombo? Wir sind gerade in den Brummer Bergen und das richtig, richtig coole ist, hier hat man ein bisschen Asphalt und dann kommen die Anstiege immer mal schön mit Kopfsteinpflaster. Das ist richtig, richtig schön nice. Und ich muss echt mal wieder sagen, die Deutsche Bahn ist einfach mal ein Drecksverein. Ich will jetzt zum Beispiel nach Pasewalk fahren um 16:44 Uhr. Oh, fährt eine Bahn über Neubrandenburg, Neustrelitz, Berlin, dreimal umsteigen, macht 44 Euro. Eine Stunde später kommt eine Bahn, kostet 30 Euro. Einfach mal, weiß ich nicht, ist doch einfach mal so eine Sauerei. Ich will doch in eine Richtung, warum muss ich zwei unterschiedliche Preise zahlen? Ich habe noch ca. 10 Kilometer bis zum Bahnhof Pasewalk. Dort werde ich in die Bahn steigen, werde allerdings eine Stunde warten, weil ich es einfach nicht einsehe, 15 Euro mehr zu zahlen und eine Stunde dafür länger fahren zu müssen, obwohl ich den gleichen Zielort habe. Beide Bahnen kommen zur gleichen Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt mit mir gelitten und wir sehen uns im nächsten Video. Liked, abonniert und kommentiert. Ciao!